Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA 5 LSPDFR, die dritte Episode in der zweiten Staffel. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Vielen, vielen Dank für eure ganzen netten Kommentare und danke, dass ihr in letzter Zeit so motiviert dabei seid. Es geht direkt los. Jemand klaut Sprit. Wir fahren da mal hin und gucken uns die Sache an. Da klauen wir uns mal ganz kurz den Sheriffwagen. Ich hoffe, die Kollegen sind damit einverstanden. Und geile Mucke läuft auch noch hier drin, aber Musik... ist jetzt, oh, der Song war geil. Musik ist jetzt nicht das, was wir brauchen. Vielen Dank für eure ganzen Kommentare, Leute. Ich habe sehr häufig gelesen, dass ihr euch das ein bisschen wie früher wünscht, ohne die ganzen Schnitte. Aber ich wollte das ein bisschen so aufbauen wie eine Serie, ja. Das kommt ja alle 2 Tage auf YouTube. Deswegen merkt euch das immer. Alle 2 Tage könnt ihr euch, what the fuck? Während ich gerade hier aufnehme und nicht streame, kriege ich gerade Subs. Ja, danke auf Twitch. was eine Ehren-Community. LOL, also da bin ich gerade noch was am erklären. Ja genau, ihr könnt mal schreiben, wie ihr das wollt, geschnitten oder ungeschnitten, wie so ein Brot, weißt du? Willst du lieber das ganze Brot essen oder willst du das geschnitten haben? Lass es mich wissen. So, da klaut jemand Sprit, da fahren wir ganz hin. Und weil die letzte Folge ein bisschen kürzer war, machen wir diese Folge etwas länger. Und wenn ihr die letzte Episode nicht gesehen habt, klickt gerne wieder oben rechts, ja, über mir, mit der Maus rüberfahren, da kommt ihr zu der ersten und zu der zweiten Episode. Oder zu der Playlist. Oh shit, warte mal, wir müssen hier rein. Und da könnt ihr euch dann informieren, was so bisher passiert ist und welchen Charakter wir dann spielen. Ja. Wir setzen uns mal jetzt mit dem Herrn hier in Verbindung und gucken, was passiert ist. Ja, ich komme ja schon. Guten Tag, Sir. Good day, Officer. Thank you. God, you are here. Someone has just made off without paying for petrol. Times are hard enough already without these thieves. Okay, er hat CCTV, also er hat eine Kamera. Und da können wir jetzt mal ganz kurz gucken, ob wir denn irgendjemanden tatverdächtigen... Oh, da sehen wir was, Leute, da sehen wir was. Bastard! Okay, wir haben ein... Was ist das für ein Fahrzeug? Das werden wir jetzt gleich ermitteln. Also, ne Leute, nicht mit uns. Die Polizei kümmert sich drum. A Black Steel Colored Felon, okay. Ja. Dankeschön für das Kennzeichen. Und in welche Richtung sind Sie gefahren? Da drüben. Okay, Sir. Wir nehmen uns der Sache an. Vielen, vielen Dank. Ich funke das gleich durch. So. Oh, da haben wir ein sehr großes Gebiet abzusuchen. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. So. Vorsicht. Die... Oh, lol. Die Kollegen haben den schon aufgespürt. Wie geil. Das wurde ja direkt durchgegeben im Funk. Und da haben wir direkt einen Anhaltspunkt. Der befindet sich... westlich von uns und ich glaube, so wie ich das vernommen habe, auf dem Freeway. Ja. Kommen wir denn am besten jetzt hin? Warte mal. Müssen wir einmal kurz einen Umweg oben rumfahren. Und dann nehmen wir uns der Sache an. Oh, warte mal. Ich sollte mal ganz kurz hier... Vorsicht! Oh, ich brauche gleich noch einen Unfall hier. Das sollte die Polizei nicht unbedingt machen. So, wir hängen uns dran, Leute. Die Streife 03... aus dem Sheriff Department ist an dem Fahrzeug dran. Oh, wir müssen ein ganz großes Stück fahren. Aber Los Santos heute wieder wunderschön anzusehen. Ja, die Sonne geht auf. Toll, 6 Uhr morgens haben wir, glaube ich, gerade. Ah, jetzt müssen wir hier drehen. Boah, krass. Wie die fahren hier teilweise. Darf ich? Danke. Also ihr könnt euch merken, ich versuche dieses Projekt immer alle 2 Tage um 17 Uhr auf YouTube hochzuladen. Ja, damit ihr Bescheid wisst, einfach um 17 Uhr auf den YouTube-Kanal gehen. Sollte keine Folge da sein, dann kommt die ein bisschen später. Sollte die Folge ausfallen, poste ich das natürlich in den sozialen Medien. Ne? Und nicht vergessen, die Glocke auf YouTube aktivieren. Ihr kennt das ja, ne? Diese Funktion. So, jetzt aber zurück zu dem Einsatz hier. Ach, der ist links abgebogen, du Sau. Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Er will jetzt links oder rechts fahren, das ist jetzt die Frage. Aber rechts, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Er ist rechts rumgefahren, Leute. An den hängen wir uns jetzt ran. Ja. Eieiei. So, jetzt reicht's, Freundchen. Da vorne ist er. Versucht in den Norden zu fliehen.
Den Kollegen holen wir uns. Hier ist er. Holy. Warte mal. Ach so, krass, dem ist gar nicht bewusst, dass er gestohlen hat. Guck mal, der hält auch sogar an, aber das könnte auch eine Taktik sein. Huch, das hole ich gar nicht. Oh, krass. Bleibt er stehen? Steigt aus. Ey! Stehen bleiben! Ma'am, kommen Sie von der Straße runter, sind Sie bescheuert? Stehen bleiben! Oi, 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 oi. Arm hoch, Ma'am! Auf dem Boden! Hey, was machen Sie denn? Ja, runter! Was zur Hölle macht die da? Na jetzt. Langsam reicht's aber mal hier. So, jetzt machen sie die Flossen hoch. Die Metze dir. Was ist mit der, Leute? Die macht mir Angst. Die hat die Hose auf. Ich kann ihn nicht festnehmen. Ich lasse die Jungs das mal machen. Ey, das ist ja nicht mal Kooperation, Alter. Das ist ja nicht mal Kooperation. Die kommen einfach zur Unterstützung, Alter. Geil. Sehr gut. Wir haben sie. Die Verfolgungsjagd hat 6 Minuten und 34 gedauert. Wo geht die hin? Hallo, bleiben Sie mal stehen. Okay, Jungs, übernehmt das, ja? Dankeschön für eure Unterstützung. Ey, da wurde der... Die Highway Patrol wurde gerade angefahren. Oh Gott, ist auch gefährlich, über die Autobahn zu rennen. Warum fahren die da drüben nicht? Ah, guck mal, da ist schon der Abholdienst da, okay. Oh Gott, wie sollen wir denn jetzt hier die Spur wechseln? Ah, jetzt geht's. Warte mal, hier stimmt irgendwas nicht. Ah, das ist ja das Fahrzeug. Fahre ich mal vom Kollegen ihm zur Seite, das Motorrad. Ein Moment, Sir. Sie können sofort Ihre Fahrt fortsetzen. Was man sich alles kümmern muss, hör mal. Bitteschön. So. Einsatz beendet. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber geschafft. schön. Guck, was als nächstes kommt. Aber Diebstahl an der Tankstelle, weiß ich nicht. Oh, schön. Kleiner Hinweis, Leute. Ich streame heute auf meinem Twitch-Kanal. Also ihr könnt euch das immer merken. Immer mittwochs, freitags und sonntags um 19 Uhr. twitch.tv/heideltraut. Der Kanal ist auch unten verlinkt. Wenn ihr... Alles klar, muss ausstoßen. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, würde ich mich mega freuen, wenn ihr sagt, yo, geil, guck ich mir heute mal an. Wir zocken da mal unterschiedliche Games. Rainbow Six, GTA, RP, Euro Truck Simulator, Train Simulator, Flug Simulator. Irgendwie alles nur Simulatoren, ne? Auch mal ein anderes Spiel. Montag zocken wir Battlefield Firestorm. Also, ne, es liegt an euch. Wenn ihr dabei sein wollt, ich würde mich mega freuen. Da sind auch die ganze Crew immer dabei. Curry, Major, alle sind immer dabei. Geil. So. Also lasst gerne ein kostenloses Follow da. Ich würde mich freuen. Okay. Oh, beinahe den Wagen hier weggeschnitten. Geht's euch eigentlich auch so, dass ihr findet, dass GTA nach den ganzen Jahren immer noch so gut aussieht? Mit den ganzen Mods? Aber auch ohne den Mods, ne? Ich finde, das ist ein Spiel, was man immer noch sehr gut anschaulich spielen kann. Oh, was haben wir denn? Ich gerate immer in so solche Sachen wie ihn jetzt hier. Hallo? Guten Tag, Sir. Dürft ihr mal bitte Ihren Personalausweis sehen, wenn Sie hier so betrunken rumrennen? Ja, zeigen Sie mal. Oh. Okay. Ah nein, Sie haben ja kein Kennzeichen dabei. So, wollte ich das Kennzeichen checken. Mr. Rice, 95 geboren. Okay, gegen Sie liegt nichts vor. Ich würde Sie gerne mal durchsuchen, ob Sie irgendwelche illegalen Substanzen bei sich haben. Da sind Sie doch mit einverstanden, oder? Fake ID. Aha. Und ein Springmesser. Fake-ID. Warum haben Sie einen gefälschten Personalausweis, Sir? Muss ich Sie... Ich nehme Sie... Also, ich würde Sie gerne mal mit auf die Wache nehmen. Das haben wir mal alles abgenommen. Ja? Kommen Sie mal mit, Sir. Ich bringe Sie mal
zu meinem Polizeiauto. Und dann würde ich gerne auf der Wache, sollen sich meine Kollegen mal um sie kümmern, ein paar Fragen stellen. Ja, weil das geht so nicht, Kollege. So, bleiben Sie mal hier stehen. Ja, einen Moment. Machen wir das Fahrzeug auf, dann können Sie sich einfach da reinpflanzen. Und dann bringe ich Sie zum LSPD. So, kommen Sie her. Zack, einmal da rein. Och, jetzt habe ich die Tür. Och, das ist aber ein Jammer jetzt hier. Oh, kommen Sie mal her. Und mal Ihr Ärmchen. So, einmal bitte einsteigen. Warum haben die Warum haben die den Regenschirm alle auf? Sehe ich etwas... Warum steigen Sie nicht ein? Ich gebe Ihnen jetzt so einen Versuch. Wenn Sie nicht einsteigen, haben Sie ein richtiges Problem, Kollege. Dann werde ich mal ein bisschen ungemütlich hier, ja? Hören Sie mal. Ich will Ihnen da helfen, Sir. Sie können ja nicht betrunken hier durch Vespucci laufen. So. Jetzt ran da. Kommen Sie her. Och, Alter. Der rennt da gegen die Karre. So, rein da jetzt. So, Tür zu. Mann, Mann, Mann. Was für ein Mätzchen immer hier mit Ihnen, ey. Warum fahre ich eigentlich die ganze Zeit mit einem Sheriff-Department-Fahrzeug rum? So. Ja. Was macht er denn? So kann man auch die Spur wechseln. Ja, und so kann man schon einfach ganz easy da rausfahren. Oh, Willow. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Sie haben ein Auto im Rückspiegel im Totenwinkel, Kollege. Ein bisschen aufpassen, ne? Bisschen aufpassen. Warum haben die alle einen Regenschirm auf? Leute! Achso, wegen den Sonnenstrahlen oder was? Man weiß ja nie. Oh, sie kriegen aber ein richtig schönes, eine richtig schöne Wache zu sehen. Schön hier am Strand, also da. Da ist irgendwie Jesus oder was? Okay. Aber wo muss ich denn jetzt hier? Davor? Hier? Wir gucken mal. Ja, ist richtig. Geil. Ja, soll ein Kollege übernehmen. Soll den in die Zelle stecken, ne? Wir müssen ja weiter ein bisschen auf Streifen, ein bisschen Cash an der Tasche verdienen. Bis heute friedlich. Und wir hatten in der ganzen Geschichte von unserem LSPD-FR-Charakter jetzt noch keine einzige Schießerei. Toi, toi, toi. Mal gucken. Mal gucken. So, wir verschieben unser Einsatzgebiet jetzt mal Richtung Flughafen. Airport. Ah, da unten die Kollegen. Geil. Knackt da gerade jemand ein Auto? Attention Unit 1, Lincoln 18. Citizens report a DUI in Del Perro. Wie komme ich jetzt zu dem Auto? Wenn ich da jetzt hinfahre, ist das doch wahrscheinlich weg. Die haben gerade ein Auto gestohlen. Grauer Wagen war das. Müsste jetzt die nächste hier unten sein. Nee, der war das nicht. Da ist er doch. Ne, was ist denn mit ihm? Oh mein Gott. Kollege! Ich würde mal sagen, ab zum TÜV! Der muss sofort stillgelegt werden. Oh Gott. Das richtige Kennzeichen? Ja. Oh Gottes Willen! Ich fordere mal ein Police Bike an. Und die State Patrol. Das Auto kann doch nicht so. Oh mein Gott, das ist eine Gefahr. Wenn der einen Unfall baut, Leute, der fliegt doch in der Luft. In der Luft rein. Wo will er denn hin? Bleiben Sie stehen! Sie sind doch wahnsinnig! Oh Gott, der LKW! Da vorne ist Wasser, aufpassen! Wo fährt der hin? Wah! Oh, alter Junge!
Mehr Verstärkungen angefordert davon. Oh lol, die haben Stra. Ah, shit. Habt ihr gesehen? Der ist in die Spikes reingefahren. Wie geil ist das denn? Die haben den, die Reifen alle kaputt gemacht. Das Ding. Oh! Die haben. Du kannst also eine. Du kannst eine Verstärkung anrufen. Also zufunken. Und dann machen die das so, dass die Spikes auf die Straße schmeißen. Und wenn ein Auto dann da reinfährt. Ist vorbei. Jetzt reicht's aber. Alter! Was, wie viel PS hat dieses Auto? Bleiben Sie stehen, Sie Wahnsinnige! Oh Gott. Ach, wir haben sie. Wir haben sie. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Okay, übernimmt's. Boah. Die fährt mit platten Reifen ewig durch die Stadt. Hallo. Hä, was? Ach, ich kann jetzt... Das ist jetzt unser Partner, oder was? Police Buddy standing by. Stand face to face to dismiss. Was bedeutet das? Daran sollte sich DHL mal ein Beispiel nehmen. Die Lieferung ist... Haben wir jetzt einen Kollegen hier? Ah, ne, die folgen mir einfach, oder was? Warte mal. Nee. Ich stelle den Streifen mal eben die ab. Okay, wir müssen mal ganz kurz gucken, dass sie... Jungs, alles gut. Könnt Leine machen. Ist alles cool. Ist erledigt. Jungs, pack die Knarre weg. So. Ach so. Police Buddy heißt also, dass sie einen begleiten. Okay, ich verstehe. Haben wir kurz einen Kennzeichencheck hier vor der Karre noch, um nochmal ganz kurz die Personalien festzustellen. Die Dame wieder gerade hinten abgeholt. Und ein Tow Truck. So, Abschlepper kommt. Jungs, vielen Dank, ne, für eure Mühen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Oh, mein Auto ist kaputt. Scheiße. So, ist alles erledigt, ne? Geil. Ey, das mit dem Police Buddy System ist übelst nice. Das habe ich noch gar nicht gecheckt, dass es das gibt. Das heißt, wenn wir so einen Einsatz haben und wir brauchen Verstärkung, können wir die einfach so anfunken, dass sie uns hinterherlaufen. Oh. Da wird gerade ein Laden ausgeraubt. Die Sachen nehmen wir uns heute noch an. Ganz schnell dahin. Aber man hat sogar eine Zeit und eine Minute, da müssen wir da sein. Schön hier rum. Über die hier. Eine Minute, Leute. Dann müssen wir... Hallo, da kommt eine Polizei... Ach, Gottes Willen. Auch wenn ich nur drei Türen habe, mein Freund. 40 Sekunden. Weiß nicht, ob wir das schaffen. Der Schatz halt! Dicker LKW hier im Weg. Vorsicht, 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 LSPD, machen Sie bitte Platz. 21 Sekunden, wie soll ich das denn schaffen? Wo ist das denn? 10 Kilometer noch, Leute. 10? 100? 1000? Was? Hä? So, die nächste rechts. Schön am Stadtpark vorbei. Vorsicht, 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 bitte einmal bitte durchlassen. Oh, die hauen ab! Scheiße! Oh, das sind mehrere. Oh, oh, das ist nicht gut. Einen haben wir. Der hat die Tasche! Oh Gott! Die schießen! Dispatch,
Ja, Support ist angefordert. Da haut ab! Brauchen hier Dings, Leute. Krankenwagen. Okay, ein Streifenwagen bleibt hier, zwei Kollegen bleiben hier. Ich nehme die Verfolgung mit auf. Okay, wir können uns an den Hubschrauber orientieren. Ich sag noch, der erste Tag ohne Schießereien. Grove fährt darunter wahrscheinlich. Oh fuck, okay, das ist ganz mies. Fahren parallel mit. Wenn er jetzt hier reinfährt in die Straße, wäre super für uns. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Raus, 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 raus! Haben wir. Alter, Leute! Komm mit, du Drecksack! Brauchen hier mal jemand, der den abholt. Ja, unser Streifenwagen hat es gut erwischt. Der Einsatz ist beendet. Ich bin nochmal zurückgefahren, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Aber hier hat sich alles tatsächlich erledigt. Boah. Alter, was eine Folge. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Die nächste Episode gibt's dann natürlich übermorgen, wie gewohnt, hier auf dem YouTube-Kanal. Ich hoffe, euch hat der Tag gefallen im Leben des Polizisten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr heute Abend bei dem Livestream dabei seid. twitch.tv/heideltraut. Bis nachher, Leute. Und Dankeschön fürs Zugucken. Peace.